So, willkommen zurück hier auf dem Kanal vom Crisinho. Ja, und ihr seht schon, das ist nicht Trials, das ist FIFA. Und ich bin auch nicht alleine. Nee, bei mir ist noch der Mo. Guten Tag. Ja, und wenn ihr sehen wollt, was passiert, wenn zwei Titanen aufeinanderprallen, ja, dann geht nochmal schnell auf den Kanal von Mo, der ist unten verlinkt, ja. Da seht ihr dann das schöne Video Kampf der Titanen. Und wenn ihr sehen wollt, was passiert, wenn sich zwei Titanen auch noch zusammentun, ja, dann bleibt jetzt hier dran, weil wir spielen hier Co-op-Season. Ja, und mit welchem Team sollen wir anfangen? Bestimmt der Captain steht hier bei mir. Der Kapitän nimmt vor Angriff an, nicht vor Angriff, vor Ja, vor dem Anpfiff. Angriff, genau. Nimm mal irgendeine Nation, oder? Ja, nehmen wir international. Ich würde einfach mal sagen, lass den Zufallsgenerator entscheiden und du sagst einfach irgendwann mal Stopp. Okay. Da haben wir gleich mal die richtige. Oh, die Maori hier. Wie heißen sie noch? Die White. Nee, die White. All Whites. All Whites. Die Rugby-Spieler sind die All Blacks und die Fußballer sind die All Whites. Da bin ich auch mal gespannt, ob wir überhaupt einen Gegner finden. Wie Ja. viele Sterne haben die? Zweieinhalb. Hey, das könnte dauern. Lass uns einfach mal überraschen. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung hier, ob die gut sind. Also im Sinne von, ob ich hier noch was. Drei Sterne Skills, drei Sterne schwacher Fuß. Sind die Vier. Kiwis, die müssen gut sein. Okay, der sah jetzt nicht so pralle aus. Die sind ja jetzt standardmäßig bei jeder WM dabei. Seit Australien in der Asiengruppe mitspielt, haben es die Neuseeländer ja Wir müssen gepackt. immer nur gegen Samoa oder sowas antreten, ne? Ja, Samoa, Fidschi, mehr ist da glaube ich gar nicht. Da sind ja nur fünf Länder da Aber ich unten. glaube, den Schmelz, der sagt mir zumindest noch was. Den müssen wir mal auf alle Fälle. Auf die sagst du mal, ja, ich lasse das einfach mal so. Und würde einfach mal Warum sagen, ist wir Wood? suchen jetzt einfach mal einen Gegner. Der Wood ist auf jeden Fall da der Top-Stürmer. Der macht alles zu klein, Holz. Wir sind schon gut drauf heute, oder? Ja, also das kann nur überragend werden. Was ist denn? Vorausgesetzt natürlich, es traut sich jemand gegen uns anzutreten. Ich meine, ich kann das verstehen, das will keiner. Ja, sicher. Ich weiß noch, damals, als ich mit dem Fössl da war, haben wir, ich glaube, ein richtig legendäres Match gehabt. Da haben wir gespielt, wir sind dann die englische Liga durchgegangen und waren dann, glaube ich, bei West Bromwich Albion am Ende und haben dann gegen Schweden gespielt. Und das waren, ich glaube, wir haben gegen zwei Mädels gespielt. Zumindest hießen die Princess, keine Ahnung was. Okay, es wurde kein Gegner gefunden. Da müssen wir, glaube ich, mal einen. Gehen wir mal einen weiter, ja? Ja. Nehmen wir nicht Neuseeland, sondern dann nehmen wir. Kam denn nach Neuseeland? Die Niederlande, okay. Da Da sollte müssen wir man was was finden finden. mit dem Hunter. Ja, das war das Spiel, war das nicht das Spiel, wo ihr damals, wo da irgendwie drei rote Karten gab beim Ah, Gegner? exakt. Es waren sogar vier. Ah, ich weiß Bescheid. Vier rote Karten und das wurde trotzdem nur unentschieden, ne? Nee, wir haben es ja in der letzten Minute noch hingekriegt, weil ich glaube, die hatten Mitleid mit uns. Also, die haben dann, der eine hat den Ball gegen die eigene Latte geschossen und ja, dann prallt der Ball zurück und dann macht der Fössel den rein. Ich habe daraufhin den Ultra-Lachflash des Jahres bekommen. Und, Robben aufgestellt? bitte? Hast du Robben aufgestellt? Machst du gerade, ne? Ja. Ja, ich erinnere mich. Ich habe das damals gesehen. Ich bin ja schon lange Stalker deines Kanals. Und habe mich sehr amüsiert. Aber ich dachte irgendwie, das wäre unentschieden ausgegangen. Das habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf gehabt. Also es stand tatsächlich ja 2 zu 2 und dann passiert diese Sache und ich kam, wie gesagt, gar nicht darauf klar. Also das ist, Ja. Das das war legendär. toppen wir jetzt. Gegner wird gesucht. Boah, auf wen treffen wir jetzt? Ich meine, jetzt müssen wir eigentlich einen Gegner finden. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass man so 3 bis 3,5 Sterne braucht, dann findet man jemanden. Vor allen Dingen da in dieser Randliga 5. Was ist eigentlich das Ziel? Wir holen den Titel irgendwann in Liga 1, oder? Ja, sicher. Also, hier sehen wir schon die überragenden Fähigkeiten der De Dann Vrij. jetzt Ja, in gut, Liga der. 5. Guck mal hier. Ach du Scheiße, aber der ist Innenverteidiger. Warum kriege ich den Innenverteidiger? Ist auch scheiße. So, jetzt zeig, was du kannst, Cousinho. Jetzt mal los hier. Zwei Raus aus von der Kurve. Natürlich drei. deinen Ist Fehlstart das eigentlich immer noch so, entschuldigen. dass man auch Es geht los. theoretisch mit Beides.
alleine auch spielen kann? Ich weiß nicht, ich glaube ja, aber ich habe es noch nie ausprobiert. Doppelpass alleine geht bei FIFA. Ich finde das ein bisschen Betrug, mein Controller leuchtet rot, ihr seht das nicht, aber ich bin hier der Blaue. Ist auch nicht okay, ich prangere das an. Da sehen wir schon die wahre Fähigkeit. Wir sind aufeinander abgestimmt. Was ist denn da los? Oh. Ja, genau. Everton. Everton hat jetzt am Wochenende 3-0 gegen ManU gewonnen, ne? Ja, hoffentlich passiert das hier nicht. Nee. Mann. Da geht er durch wie nix. Der eben. Wo war da die Verteidigung bei den Casinos? Weiß noch nicht. Boah. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt die? Ah, ist die Verteidigung. Haben wir den Hunter vorne drinne? Van Persien. Ach so, Van Persien. Ich wollte gerade sagen, den Hunter müssen wir in Szene setzen. Jawohl, da ist der lange Pass. Auf Van Persien. Ich sweate, ne? Kenn ich nix. Aber was ist denn da los? Da läuft das doch gibt es doch nicht. Weg. Das Stellungsspiel, so jetzt aber. Wer ist Alter. Denn? So, da kommt die Flanke. Ich war schon damals nicht dafür bekannt, dass ich die Tore reinmache. Ach so. Depay, Alter, der alte Kopfball. Der alte Kopfballmonster. Ja, hier setzt der Rob nochmal nach, der Capitano. Flankt da rein und da. Zucker, Casino, was ist da los, ey? Jetzt geht's ab. Ja. Jetzt wissen auch schon nicht mehr, was er machen soll. Außer weiterhin wieder durchpacen. Jetzt haben wir es im Sack, würde ich sagen. Kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Das war jetzt die Entscheidung. Wir haben sie moralisch gebrochen. Ja, gebrochen. An den Boden gebracht. So, Barclay. Auch okay. Ah, easy. Alter, ich höre den Buschmann bei dir bis zu mir schreien. So laut, oder was? Ja, er geht gut ab. Ich meine, das ist doch Buschi, ne? Da willst du wissen. Listen. Wieso haben wir nicht Krühl, den alten Elfmeter-Töter drinnen? Ja, den holen wir ja, wenn es zum... wenn es zum Elferschießen geht, na, in der Saison, ist ja häufig, dass man da... Nee, wenn es gegen uns einen Elfmeter gibt. Da kann man ja nicht mal auswechseln, das ist die Kacke bei FIFA. Ach, das ist ja mies. Wie kurz? Mein Gott, ey. Ja, was glaubst du? Wer steigt ab in der Bundesliga? Also ich habe ja lange Zeit eigentlich darauf spekuliert, dass Hamburg absteigt, weil ich meine, irgendwo haben sie es auch verdient, meiner Meinung nach dem... ganzen Außendarstellung wie sie gespielt haben, aber scheint ja so, dass jetzt haben sie gewonnen, also gegen Augsburg. Ja. Und der Lavadia scheint ein neues Leben eingehaucht zu haben. Ist jetzt die Frage, ob das jetzt nur eine kurze Stichflamme war oder ob daraus als ein richtiger Flächenbrand der Emotionen und Euphorie entsteht. Wir haben auf jeden Fall noch Spiele gegen Stuttgart und Freiburg. Also da kommen auch, ich weiß nicht, gegen Schalke noch und das vierte habe ich vergessen, Mainz oder so. Ja, Mainz noch. Da ist auf jeden Fall ein machbares. Spiel oben links. Ja. Keine schlechte Chance. Aber, also glaubst du, die packen sie jetzt dann doch noch, oder was? Und wer steht ich fürchte, also es ist echt ein, sah knapper aus, als er war. ja, es ist echt schwer, also es ist tatsächlich so, ich glaube, von Platz 14, Paderborn oder Freiburg oder so, bis Platz, bis zum letzten sind es ja irgendwie nur 3 Punkte. Ja. Und das kann ja so schnell, also ich glaube, es wird ja mal wieder mit der spannendste Abstiegskampf, den man so hat, vielleicht. Also wieder so legendär wie damals mit Jörg Berger und Frankfurt. Jan Arge Fjordhoff zum 5:1 genau. In der irgendwann, weiß ich nicht, wie viel Minute, wo es dann Nürnberg noch erwischt hat damals. Ja, ja ich weiß auch nicht, aber ich glaube einfach, Augsburg war jetzt halt auch nicht der stärkste Gegner, den der HSV zurzeit kriegen konnte. Ich glaube, die sind einfach auch so schlecht davor die letzten Wochen. War jetzt ein bisschen Aufbaugegner. Ich glaube, wenn es dann gegen Stuttgart und Freiburg geht, sieht das nochmal anders aus. Mainz zurzeit sowieso ordentlich im Aufwind. Aber Schalke ist immer eine Wundertüte, ne? Ja, ich weiß nicht. Hannover ist mittlerweile ein ganz großer Favorit, finde ich. Von dem Frontseck halte ich überhaupt nichts. Die spielen ja so eine grottenschlechte Rückrunde. Erinnert mich so ein bisschen an Frankfurt damals, wo die noch abgestiegen sind. Oh ja, mit Christoph Daum. Ja. Unter anderem Skibbe Daum und wen die da hatten, wo die doch auch in der ganzen Rückrunde, wo die glaube ich von Platz, ich meine Hannover war jetzt nicht ganz so weit oben, aber Frankfurt ist ja damals von 7 auf 16 oder 17 noch gegangen.
So ein bisschen spielt Hannover das auch unter. Und Fronzek, ey, da hätte man auch wirklich Neururer verpflichten können. Ist mehr Feuerwehrmann als der Fronzek, aber gut. Achso, war das von uns abseits, okay. Ich glaube, dass es Hannover auf jeden Fall noch in die letzten drei zieht und einen von den beiden großen, also Stuttgart oder Hamburg, ich glaube, Paderborn packt es nicht mehr. Freiburg hält sich da auch raus. Ja, weil, also ich lasse mich überraschen. Mein Blick geht ja mehr gegen Europa League Plätze. So, wegen Dortmund, richtig. Ja. Ja, und schaffen die das noch? Ich glaube mittlerweile schon, oder? Die anderen lassen da so viel Federn. Ja, im Moment ist es wirklich so. Also ich meine, gut, Dortmund musste noch gegen Wolfsburg, aber sie spielen auch noch direkt gegen Hoffenheim und Bremen, also direkte Konkurrenten. Schwierig. Es kann ja so viel passieren, aber im Moment spricht durchaus was dafür. Also Frankfurt ist im Moment ein bisschen am Schwächeln. Boah! Mein Gott. Guck mal noch ein. Kommt ein Torwart raus. Ah, fuck it. Mein Gott, ey, diese Torhüter, ne? Na, da wann holen die mal schlecht verteidigt da oben. Ja, definitiv. Definitiv. Aber ich weiß nicht, warum grätscht der denn hier? Was macht er denn? Das ist so schlecht. Ja, Krühl hätte ihn auseinandergepflückt, Alter. Der hätte ihn rausgeguckt. Ausgewunken. Lukaku, ey. Hör auf. Oh, hoppla. Wir können jetzt hier nicht in der ersten Folge verlieren, das geht nicht. Nee. Scheinbar sind es doch nicht, sind es doch zwei unterschiedliche, weil die haben zumindest unterschiedliche Namen. Ja, aber hey, Bayern ist Meister, wer hätte es gedacht? Ja, Mensch, ich glaube, die haben auch richtig ausgelassen gefeiert. Die haben jetzt, ja, ist ja jetzt, das große Spiel ist ja, weiß nicht, wann dein Video hochkommt. Das ist am Montag, das weiß ich auch nicht. Das große Spiel ist ja morgen. Dortmund, ja. Bayern. Vielleicht ist es schon gewesen, wenn wir hier fertig sind. Oder wenn das Video oben ist. Aber da geht es ja nochmal um alles, wa? Nochmal das wichtigste Spiel, glaube ich, für einen Klopp. Wenn. Ja, gut, außer Dortmund gewinnt natürlich. Aber sonst. Aber eher, dass die Bayern. Gott, ich spiele auch Pässe hier. Das ist echt gruselig. Muss bei Koop musst du einfach immer Dreieck spammen. Weil du einmal irgendwie in Mittellinien-Nähe bist oder so wie er hier, einfach durchgehen, wenn du merkst, die Gegner können dich verteidigen wie wir. Und eine Möglichkeit. Boah, Alter. Wohl, jetzt. Den Ball mit. Nein, ich wollte ihn links rausspielen. Off. Boah, das ist wieder so typisch Torwart. Nee, ich trau mich nicht. Nee, doch, nee, doch nicht. Ja, zweite Liga ist jetzt auch nochmal spannend, nachdem Ingolstadt Darmstadt in der letzten Minute besiegt hat. Hast du es mitgehegt mit dem Tor von Leipzig, ja. Ja. Mit dem Tor vom Torwart. Ja, Coltorti, oder wie er heißt. Junge. War natürlich ein Wagnis, aber alles. Ja, das war verblüffend. Es stand 1-1, ne, und die holen den Torwart nach vorne. Da muss ich sagen, haben sie. Ach, scheiß was. Da sieht man, glaube ich, dass die entgegen aller, ich sag mal, Worte, ja, immer noch mit dem Aufstieg spekulieren. Ja, das war halt die letzte Chance, ne? Das war, ich weiß nicht, hast du das Tor gesehen? Das war auch ganz witzig. Ja. Die haben den ja auch komplett unbewacht gelassen. Die wollten, glaube ich, irgendwie auf Abseits spielen. Und dann hat der Strohengel das halt mal komplett verbaselt. Dann, stand 2-1. Da wird es jetzt halt auch nochmal spannend. Ich glaube, Ingolstadt ist durch, aber dahinter. Karlsruhe, Lautern, Darmstadt, Leipzig. Oh Mann, spiel doch ab. Das sieht gefährlich aus. Drück doch auf, Alter. Mein Gott, ey. Fünfte Liga. Die beiden Titanen. Ja, aber das ist fünfte Liga. Was ihr nicht wisst, wir haben schon in der 10. angefangen. Mann. Jetzt aber. Das Stellungsspiel stimmt nicht. Also das ist nicht sein allerbester Tag. Schöner Zweikampf, Ballbesitz. Sehr gute Flanke. Oh! Im Ernst? Das ist so ein Kleiner, der da reinhüpft. Der müsste eigentlich ein bisschen größer sein.
Wie er da reinhüpft, das war doch von Persien, oder? Ja. Also da kann er nicht drankommen, da bräuchte er Körpermaße eines Basketballers. In die Mitte. Ja. Es gibt Abstoß, weil es gibt auch noch Abstoß. Mann. Und jetzt wird noch mal die da gelingt nichts. Ja, das sind die Holländer. Das liegt einfach nur daran. Das liegt nicht an uns. Einfach an der Nation. Wir machen alles kaputt. Selbstverständlich. Haben wir jetzt auch Probleme in der EM-Quali? Ordentlich. Und das hier Ding? Haben wir noch Glück, dass wir gegen die Türkei noch den Ausgleich gemacht haben in der letzten Minute? Ja, vor allen Dingen haben sie Glück, dass dieses Jahr drei Mannschaften qualifizieren können aus jeder Gruppe. Dadurch sind sie halt noch gut dabei, ne? Aber sonst wäre es echt eng. Wäre das WM-Quali? Puh, Holland in Not. Ja, hey. Natürlich Elfmeter, oder? War der im Strafraum? Ja. Klare Sache. Oh, Cousinho, den machst du rein, oder? Schieß ich, oder was? Hoffe. Tim Howard. Ich würde sagen, rechts unten, oder? Du beschießt. Rechts unten ist gut. Oh Gott. Mode Elfmeter, nicht Reinmacher. Ja, stimmt. Ich habe gestern gegen Cousine gespielt. Ich habe in einem Spiel 4 Elfmeter gekriegt und 3 davon habe ich verschossen. 2 hintereinander, das war so lustig. Der Torwart hält. Ja, stimmt. Torwart hält. Oh. Torwart hält. Spieler will den Ball köpfen. Sofort wieder gefoult. Und wieder Elfer. Wieder nicht reingemacht. Wieder nicht reingemacht. Eckball. Abgewehrt, wieder Eckball, Kopfballtor. So, jetzt. Habe ich auch geflucht. Also, wir müssen das jetzt noch holen hier, das gibt's doch nicht. Ja, das ist. Haben wir noch irgendeine Wunderwaffe auf der Bank? Nee, ne? Ja, Klaas-Jan. Der muss rein. Also, soll ich noch Offensive oder wen soll man dafür rausnehmen? Ja, genau. Stellt irgendwie, spielen wir mit einer Spitze oder mit zwei? Spielen wir 4-3-3. Ja, dann machen wir auf, stellen wir irgendwie auf 4-2-4. Glaube ich. 4-2. Zu gehen. Zeigt er mir schon wieder irgendwelche komischen Fehler an. Aufstellungen. Drei, fünf, zwei. 4-2-4, tatsächlich. Das geht. Krass. Ich nicht gedacht, wir müssen jetzt Hartgas geben. So kann das hier nicht enden. 3 Sekunden noch. So, wer kommt? Der Hunter für De Jong. Jawohl, den brauchen wir eh nicht. Will unten. Jetzt. Ganz schwaches Zweikampfverhalten in dieser Situation. Ja, genau, von Persi. Lässt du den Ball da wie so ein Anfänger. Jetzt. Wohl. Oh! Mann! Da los mit dem Lattenkreuz. Ach, fuck. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. McCarthy. Und jetzt Robin van Persie. Alter, Paul. Nur am Ruppen hier! So gar nicht! Runter mit dem, Mensch! Bock mehr auf den. Hier, spielt kurz. Oh nein! Doch, doch. Guck jetzt mal Platz. Nein! Gut, dass er hier so weglaufen. Entschlossen dazwischen geht. Cool. Jetzt hat er den Platz. Der könnte passen! Ja, Elfer. Hält ihn doch! Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Buckley. Wie ist drauf? McGeady gegen Blind. Das ist natürlich.
Tolle Flanke. Ich. Der Ball kommt gut rein, trotzdem ist der Gegner zuerst dran. Sehr gut, jetzt. Robben. Wenn er den ja, gefoult, Mann. Ah, die versuchen das Spiel jetzt gerade natürlich kaputt zu machen. Die zertreten, ja. Nur am Treten. Aber wir sind natürlich auch... Sind wir da nur 3-1 in Rückstand geraten? Das gibt's ja gar nicht. Lange Kirsche auf der Hinterlass. Sehr gut geklappt, wie bei Schalke. Dank. Ja. Schnell abseits. Flanke kommt gut. Ganz ach, den pflückt er runter. Ach, wie, beide. Wie zwei Anfänger werden sie da wie die verladen. Ey. Blind. Sehr schön. Nein! Ah gut, den hat der Torwart eh oh, gehabt. Mal der random Schritt, den der Torwart dann zu früh da ist. Jetzt wollen sie es natürlich verarschen. Hünteler. Rechts. Oh, Alter. Alles frei. Nee. Sieht gefährlich aus. Geht er rein? Eieiei, ei, ei, also die Holländer, du. Ist ja echt Käse. Karl auch Runde hier, du. Hör mir auf, du. Wenn du auf dem Platz nichts hinkriegst, ne, dann müssen wir uns hier mit Plattitüden wach halten. Ja. Der Ball. Ja. Noch ein. Cool. 3-2. Klar. Ach, Mann! Auch zu langsam da vorne, die beiden Kufnucken, ey. Hündeler und Van Persie, schafft doch nichts. Musst das nächste Mal musst du, wenn du Van Persie siehst, musst du direkt aus dem Mittelfeld den Ball nach vorne kloppen und dann mache ich ihn per Flugkopfball rein. Boah, was ist das denn schon wieder gewesen, ey? Anders geht's nicht mit dem Jungen. Ja. Kolossal daneben gegrätscht. Ja, vielleicht eine Chance kriegen wir noch hier zum Ehrentreffer. So, das bin ich. Nein, doch nicht. Ach. Ja, glorreicher Auftakt, so kennt man das von mir. Nein. Ja, der feiert hier im Fischernetz gefangen, der Tim Howard. Und gerade verabschiedet sich auch mein Mikro ein wenig. Also die Power ist aus, das Spiel ist aus. Wir haben verloren, ja, hier ist irgendwie so eine komische Fehlermeldung, die auch die ganze Zeit. Also verloren und starten also, ja. War ausgeglichen von den Torschüssen. Ja. Wir hatten. Ja, wir haben jetzt am Anfang erstmal gemacht, damit die Leute jetzt nicht zu viel Respekt vor den Titanen kriegen und jetzt starten wir dann durch. Na klar, muss am Anfang genau auch ein bisschen. Man darf da die Erwartung nicht zu hoch schrauben am Anfang. Jetzt gehen wir schon quasi als Underdogs in die nächste Partie und da räumen wir dann richtig auf. Genau so sieht's aus und einstweilen sind wir raus, ja, wir suchen jetzt also das unseren neues Team und unseren neuen Gegner und dann hören wir uns dann bald wieder auf, genau an dieser Stelle wieder. Bis denn, ciao, ciao. Ciao.